Hallihallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, guckt euch nur diesen unfassbar hammermäßigen neuen Adventskalender an. Oh mein Gott. Unicorn von Craze. Yay! Und ich darf euch sagen, als ich den Kalender schon Mitte des Jahres erstmals entdeckt habe, in Vorschaubildern, wusste ich, ich muss dieses Teil haben. Nicht nur rein optisch, weil dieses Einhorn wirklich so Zucker gemalt wurde. So goldig. Oh mein Gott, genau mein Ding. Ihr findet hier drin auch noch Einhornfiguren und die sind so, ich habe Sternchen und Regenbögen vor meinen Augen, ne? So knuffig sind die kleinen Scheißerchen. Wenn die nur halb so gut kommen wie auf den Abbildungen, dann ist das der absolute Oberknaller. Ja, und nicht nur der Adventskalender ist komplett in rosa gestaltet, auch der Inhalt ist komplett rosa. Und das ist also sowas von dermaßen auf Mädels abgestimmt. Ich meine, das ist ein Volltreffer. Und mir als Figurensammler haben es halt die Einhornfiguren total angetan. Ja, das Design der Einhörnchen, die Aufmachung, die Farben, das ist so, so super cool. Oh, Craze. Hätte ich 5 Daumen, ihr würdet sie kriegen. Wer natürlich den Inhalt kennt von diesen Kalendern, der weiß auch in etwa oder kann sich auch schon ein bisschen denken, was wir hier alles drin finden. Ihr wisst ja, der Aufbau ist immer ein bisschen ähnlich. Die Leute, die Kalender schon länger kaufen, die wissen das natürlich. Und entsprechend ist es hier für Mädchen angepasst. Oder für Leute, die halt Einhörner mögen. Und das Ganze drumherum. Also ich bin überzeugt, wir werden gleich sehr viel Spaß miteinander haben. Der Kalender und ich. Und ihr, die ihr zuschaut, Grüßchen an alle Abonnenten, ne? Okay, der Kalender hat eine Größe von 41 x 32 x 6,5 cm, ist also ordentlich groß. Und ihr könnt ihn sowohl an die Wand hängen als auch hinstellen. Seht ihr ja, hier steht's auf meinem Tisch. Auf der Rückseite wie immer ein Elterninformationsblatt zu finden, damit ihr auch seht, was ihr alles in dem Kalender drin findet. Und dieses Blatt kann man dann abmachen, wenn man es seinen Kindern schenkt. Damit auch die Überraschung garantiert ist. Apropos Überraschung, Leute. Dicke, fette Regenbogen-Spoiler-Warnung, denn wir werden den Kalender hier jetzt in diesem Video komplett auspacken. Ihr werdet alles sehen, was er zu bieten hat. Wenn ihr das nicht wollt, bitte wegklicken, guckt das nächste Video an oder das vorherige. Alle, die sich diesen toll gemachten Adventskalender wünschen und schon mal sehen wollen, ja, was kriege ich denn? Die sind hier genau richtig. Drum wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und wir legen auch gleich los. Ihr wisst, wie es läuft. Ich packe alles aus und zum Schluss sage ich euch noch meine Meinung dazu. Ja, hier ganz groß der Schriftzug Unicorn. Dieses unfassbar knuffige, goldige Einhorn, riesengroß hier abgebildet. Im Hintergrund fliegt auch noch ein Einhorn in einer Rakete durch die Gegend. Der Blick, Leute, der Blick, so krass. Ja, seitlich haben wir hier auch noch eine schöne Abbildung. Einhörnchen freut sich. Einhörnchen hat Sternchen. So, so süß. Und das findet ihr hier rundherum. Toll bedruckt, der Kalender. Auf der Rückseite findet ihr dann auch noch ein Spiel. Hier habt ihr den Start. Es gibt einige Ereignisfelder, ne? Rakete, Einhorn mit Regenbogenkackerli. Oh my gosh. Und Einhorn. Ja, ne? Hier ist auf jeden Fall das Ziel. Und hier sind die Figürchen, mit denen ihr spielen könnt. Die kann man ausschneiden. Dann habt ihr kleine Spielfiguren. Guckt euch nur die Zeichnung an. Sind die nicht zuckersüß? Der Hammer. Dann haben wir hier natürlich die Erklärung zu den Ereignisfeldern. Und wir haben hier auch noch die Anleitung zu diesem coolen Einhornspiel, welches da heißt Auf zum Einhornland. Jubel, jubel, freu, freu. So, gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Wo ist Feld Nummer 1? Oh, hier haben wir gleich die Nummer 1. Ja, klasse, sieht man schön. Übrigens, die Felder, die Türchen, sind unterschiedlich groß, haben unterschiedliche Formen. Wir haben kleine, wir haben große, eckige und vor allem auch ganz lange, ne? Pfeift euch das rein, der Hammer. Also, Türchen Nummer 1, gucken wir gleich rein. Und das ist richtig, richtig groß. Oh mein Gott, was haben wir denn hier dahinter? Und nein, es geht mit der Figur los und die steht sogar Kopf. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wie unfassbar Hammer ist das denn, bitteschön. Pfeift euch das rein. Ich bin, wow, ist das klasse. Das Ding hier ist aus Vollgummi.
Und es ist einfach nur total goldig gemacht. Guckt euch das an. Das Grinsen, die Augen des Hörnchen, die Farben der Mähne hier und das Schwänzchen. Oh mein Gott. Ne? Dann auch noch rosa Flecken hier auf dem Popo. Gott, das goldig. Die Hufe haben sie auch noch rosa bemalt. Und es hält hier ein riesengroßes, dickes Herzchen. Jetzt schon. Daumen nach oben. Das ist klasse. Und die Figur ist richtig groß. Gute Güte, wie groß ist denn das Hörnchen? So, wir haben hier eine Höhe von 8 cm. Das müsst ihr euch mal geben. Und da sind noch 4 weitere dabei. Ich werde noch ein extra Video machen, wo ich die Hörnchen nochmal im Einzelnen rundherum filme. Und da könnt ihr es euch nochmal alles in aller Ruhe anschauen. Also zuckersüßes Einhorn mit allen Regenbogenfarben. Gott, ist das süß gestaltet. Der Hammer. Das Schwänzchen hier. Wie cool. Ist auch gut verarbeitet, kann man gar nichts sagen. Und es ist tatsächlich aus Gummi. Das Herzchen vorne ist aus Plastik. Das Hörnchen ist auch ganz weich. Ne? Kann nichts passieren. Super, super. Das fängt hammermäßig an. Ich kann mich nur immer ganz schwer von sowas trennen. Aber wir haben ja noch so viele tolle Sachen in dem Kalender. Ich mach mal weiter. Mit einem ganz langen Türchen und hier haben wir einen Einhornbleistift drin. Das Einhörnchen in der Rakete mit Regenbogenantrieb. Dann haben wir hier ein weiteres Hörnchen. Gott, ist das süß. Rakete, Hörnchen, immer abwechselnd. Klasse, Bleistift müsst ihr natürlich noch anspitzen. Haben sie so gelassen, damit die Spitze nicht abbricht. Der Bleistift, wenn es interessiert, hat eine Länge von 17,5 cm und ist hier kunderbunt. Aber wirklich toll gemacht. Alle Regenbogenfarben, die wir hier auf diesem Bleistift finden. Toll. Total goldig. Tag 3 und da haben wir ein Regenbogenarmband. Wie schick. Oh, hier ist zusammengeklebt. Okay. Ja, auch ganz bunt, verschiedene Farben. Pink, Türkis, Gelb. Ich glaube, wenn ich mir das ums Armgelenk mache, dann ist es komplett überdehnt. Aber ihr könnt es tatsächlich schön dehnen. Ne? Toll elastisch das Ganze. In krassen, metallisch wirkenden Farben. Ne? Also Regenbogenarmband in Tag Nummer 3. Weiter geht's hier mit einem Washi-Tape. Good Vibes. Klasse, auch tolle Einhornmotive. Wartet mal, wo ist denn hier der Anfang und wo der Schluss? Ah, hier, alles klar. Mal gucken, ob es auch gut klebt. So sieht es aus. Guckt es euch an. Kunderbunt gestaltet. Die ist auch super zu den Einhörnern passt. Ach, das ist so süß und ihr könnt es auch von Hand durchreißen. Ja, also tolles Washi-Tape, wo ihr dann überall draufkleben könnt. Zum Beispiel auf Rupis Meterstab. Hat sogar exakt genau die Breite. Zack, guck mal, klebt wie eine 1. Klasse. Good Vibes Washi-Tape mit Einhornmotiven. So, so, so Zucker. Dann haben wir hier hammermäßige Haarklammern. Wie cool ist das denn? Pass mal auf. Hier. Regenbogenantrieb. Ist das nicht mega? Leute, das ist doch echt der Hammer, oder? Die Spangen sind rosa oder pink und das Motiv ist einfach nur der Oberknaller. Und ihr habt hier 2 Stück dabei. Ist genau das gleiche Motiv. Aber oh mein Gott, mega schick, wenn er so zur Schule oder in den Kindergarten geht. Die sind alle neidisch, das garantiere ich euch. Das ist so der Burner. Knaller. Die Spänchen hier haben eine Länge von insgesamt ein bisschen über 6 cm. Dabei ist das Motiv 3,8 cm. Ne? Also sind richtig, richtig große Haarklammern. Leute, das ist super fresh. Oh mein Gott. An Nikolaus kriegt er schon das nächste Einhorn, was hier an einem Eis leckt. Das gibt's doch gar nicht, oder? Im Winter ein Eis, das ist überhaupt das Allerbeste, was es gibt. Guckt euch den Blick an. Gute Güte, ist das cool gemacht hier. Auch wieder eine tolle Mähne. Das Hörnchen wieder ganz weich. Naja, ganz weich, aber auf jeden Fall biegsam. Die Zunge, klasse, rosa bemalt. Die sind super bemalt, die Dinger hier. Ein blaues Eis, eine kleine Waffel. Die Hufen. Wieder pink bemalt, das Schwänzchen so, so, so Zucker und wieder die Flecken hier auf dem Hinterteil drauf. Ich schmeiß mich weg, ne? Guckt euch das an. Kann auch stehen. Hier haben wir eine Größe von, ich denke mal so groß wie das andere, ne? 8 cm. So, ich stelle die beiden nochmal nebeneinander. Ist das nicht unfassbar süß, die zwei?
oder? Das ist doch wirklich Cute Overload. Also, ich sag ja, ich werde die Figur noch mal in einem extra Video rundherum zeigen. Sowas muss man einfach noch mal angucken, weil's toll gemacht ist, ne? Die beiden noch mal von hinten, die sind so der Knaller. Was hab ich mich auf die gefreut, und sie sind echt super toll geworden und richtig, richtig groß. Der Oberknaller. Als nächstes haben wir hier Regenbogenschnürsenkel. Ja, ich denke mal, Mädels können es immer brauchen, und die sind richtig, richtig lang, ne? Guckt euch das an. Es hört nicht auf. Boah, Regenbogen ohne Ende. Boah, ich ziehe das hier komplett durch. Hier haben wir das Ende. Also Schnürsenkel, das ist jetzt nur einer. Der andere ist auch noch in dem Kalender an einem anderen Tag drin. Das finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht beide in einen Tag reinlegt, weil so großartig finde ich persönlich das jetzt auch nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Dann haben wir hier, und ich schmeiß mich wirklich weg, ne? Eine Häufchenbackform. Wie krass, Leute. Damit könnt ihr euch Stinkerkekschen backen. Oh mein Gott. Ja, einfach so mit farbigem Zucker glasieren. Und ihr habt Regenbogenhäufchen. Das ist doch der Oberkracher, oder? Und die sind sogar richtig groß, ne? Hier. Ich denke mal, innen in etwa 5 cm. Das gibt garantiert mega leckere Kekse. Und die Förmchen sind auch schön dick, damit ihr toll ausstechen könnt, ne? Einhornhäufchen. Das ist so krass. Als nächstes haben wir hier ein Einhorn-Radiergummi. Sowas radiert doch keiner. Das ist so süß, das Motiv. Guckt es euch an. Wunderschön bunt gemacht. Was für eine tolle Grafik. Also das ist ultra Zucker. Mein Gott, das könnt ihr einfach so neben eure Figuren stellen. Also es passt super dazu. Alleine schon von den Farben her, ne? Mega, mega. Wir haben hier eine Größe, wenn ich es am Hörnchen messe, von 4,5 cm. Also Einhorn-Radiergummi. So cool, das Teil. Dann geht's hier weiter mit bunten Einhorn-Stickers. Wir haben hier 3 Stück auf diesem Band hier drauf mit Sternchen. Hier ein Hörnchen mit Herzele, ein Hörnchen mit Weihnachtsmütze, die Sternchen und nochmal ein Einhorn, wo ein Sternchen hält. Das ist nicht süß, glitzert mega bunt, sind in etwa 10 cm lang. Dann könnt ihr euch in etwa denken, wie klein die Stickers hier sind. Und ich denke mal, wir werden nochmal 2 so Stickerbögen im Kalender finden. Super, super goldig und glitzert, wie Einhörnchen und Feenstaub halt ebenso glitzern. So. Und ihr werdet es nicht glauben, es kommt hier schon das nächste Einhorn. Und mir fällt hier echt fast das Herz aus der Bluse, wenn ich denn eine annähte. Auch das ist total goldig gemacht. Die Farben hier sind so, so, so süß. Das Hörnchen hat auch eine schöne Länge, die Augen ganz, ganz toll. Mit Wimpern, ne? Ganz wichtig. Das Näschen auch noch bemalt. Der Mund. Das Ding ist mega happy. Guckt euch die Figur an. Das ist so klasse, echt. Super. Das ist natürlich ein bisschen kleiner als die anderen, weil es sitzt. Hier haben wir eine Höhe am Hörnchen gemessen von nicht ganz 6 cm. Wie die Beinchen hier abstehen, ne? Ich meine, oh, mein Herz, ne? Ich stelle die anderen nochmal daneben. Ja, dann habt ihr einen schönen Vergleich, wie die 3 nebeneinander aussehen. Der Hammer. Ja, oder ihr stellt das Häufchen daneben, auch goldig. Und dann gibt es ja auch noch den Ratzefummel. Könnt ihr alles toll kombinieren. Oder es sitzt vielleicht in seinem Happy Regenbogen und chillt ein bisschen. Ist es nicht mega? Ach Leute, Knaller. Dann gibt es einen Schlüsselanhänger, einen Regenbogenschlüsselanhänger, Pummel oder was auch immer. Da ist ein kleiner Karabiner dran, den könnt ihr hier öffnen, zack, 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 zack. Könnt ihr ein Schlüsselchen dran machen oder an euren Schulranzen hängen, Turnbeutel, Gürtel, Schuhe, wo auch immer euch das gefällt. Ist mega puschelig, weich, ganz lange, schnuckelige Härchen, auch in allen möglichen Farben, ne? Also hier Schlüsselanhänger. In Tag Nummer 12. So, in Tag Nummer 13 gibt es hier, ich weiß gar nicht, eine Halskette oder ein Armbändchen. Ich mach's mal auf. Lass uns das anschauen. Okay. Schön pink und rosa mit 2 Anhängerchen dran. Oh, Smile. Und das Einhörnchen. Und es glitzert und funkelt wie verrückt, ne? Kann man es ein bisschen sehen? Kommt, oder? Goldig. Ja, und der Länge nach zu urteilen, kann man das tatsächlich auch um Hals machen. Wartet mal, das Ding hier hat eine Länge insgesamt
von so 17,5 cm. Also das passt schon um Mädchenhals rum, ne? Oder nehmt es halt doppelt und macht es um euer Armgelenk mit diesen beiden goldigen, glitzernden Anhängerchen dran. Das ist schon mega süß, oder? Smile, oder Smiley? Genau, das ist auch das Motto von dem nächsten Button hier. Never stop smiling. Hier haben wir das Einhorn mit dem Sternchen und hier auch noch ein Smiley mit drauf. Und natürlich die regenbogenfarbenen Hintergrund. Hier haben wir eine Nadel dran. Müsst ihr aufpassen, dass er euch nicht stupft. Das ist eine richtige Nadel, aber die sind besser als diese Kunststoff schließen, die halten nämlich überhaupt nicht. Das hier hält garantiert. Könnt ihr ranmachen, wo ihr wollt. Schulranzen, Jacke, Schuhe, überall, wo das kleine Nädelchen halt durchgeht. Nur nicht unbedingt in die Milchtüte. Naja. Als nächstes haben wir hier nochmal ein Tütchen mit einem Anhängerchen drin. Gleich mal rausholen. Was haben wir denn hier? Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich ein Armkettchen. Ja, mit einem Knoten drin. Machen wir lose, so. Und hier haben wir draufstehen, be happy, sei glücklich. Das ist ein schönes Motto. Auch das hier glitzert und funkelt wie verrückt. Das ist die Rückseite. Und ja, das ist nicht allzu groß. Kriegt ihr auf jeden Fall um euer Handgelenk. Passt natürlich schön in Kombi mit dem Umhängerchen für den Hals, ne? Für die Halskette, Armkette. Das ist doch schick. Und im nächsten Türchen haben wir, wie ich schon gesagt habe, den zweiten Schnürsenkel. Ja, also die gibt es im Doppelpack, allerdings auf 2 Tage verteilt. Regenbogenschnürsenkel passend zu den Einhörnchen. Dann geht es hier weiter mit Einhörnchen Nummer 4. Und der springt hier durch die Luft, weil es einfach nur happy ist. Auch wieder ein tolles, langes Horn. Die meisten haben ja ganz, ganz kurze. Und es freut sich, lacht hier, die Zunge ist schön bemalt. Der Gesichtsausdruck ist klasse. Die abstehenden Öhrchen, super toll gemacht. Auch die Farben wieder und die Flecken auf dem Hinterteil. Klasse, ich stelle es mal hier hin. Das sind so, so goldige Charakter. Oh mein Gott. Wir haben hier eine Höhe von 6,5 cm und ich messe auch mal die Länge. Da komme ich auf 7 cm. So, und weil es so zuckersüß ist, stelle ich das hier mal daneben. Ach, guckt es euch an, oder? Da machen wir natürlich hier das Herzele in die Mitte. So, ist das nicht schön? Und das Hörnchen hier ist noch ein bisschen mehr am Eis interessiert. Sehen die nicht klasse aus zusammen? So, so, so toll gemacht. Ja, und die schicke junge Dame mit gutem Geschmack haben wir hier Ohrringe. Natürlich mit passenden Einhornmotiven. Hier haben wir einmal das Regenbogenhäufchen, Einhörnchen, was auch schön glitzert. Und ein Herzele, ebenfalls mit Glitzerrand. Aber ich hole es mal aus der Verpackung raus, weil ihr dann die Farben noch ein bisschen besser seht. So, jetzt ist besser, ne? Jetzt sieht man das klarer. Hier das Herzchen mit dem tollen, schimmrigen Rand. Einhörnchen auch toll glitzerig. Und das Regenbogenhäufchen ebenfalls mit einem Glitzerrand. Cool. Könnt ihr euch an die Ohrläppchen kleben, kriegt ihr ganz leicht wieder ab. Tut nicht weh. Braucht ihr euch keine Ohrringe stechen zu lassen. Ohrringset mit Klebeohrringen. Mega schick. Und die Größe, claro, wenn es interessiert. Wir haben hier eine Breite pro Ohrring, also Maximum Zentimeter, mehr ist es nicht, ne? Also ideal für schicke Mädels. Und damit ihr nicht nur schick seid an den Ohren, sondern auch in der Schule, gibt es hier einen mega knalligen Spitzer, einen Einhornspitzer mit Regenbogenhäufchen und Sternchen. Oh mein Gott, und der Hintergrund glitzert. Ist das nicht super? Das ist wow. Pink natürlich, ganz klar. Mit abnehmbarem Deckelchen, damit ihr die Spitzerreste hier ausleeren könnt und vor allem auch zumachen, damit euch die Reste hier nicht ins Mäppchen reinbröseln. Ne? Was für ein Hammermotiv. Ich schmeiß mich weg. Passt natürlich perfekt mit dem Radiergummi zusammen, ne? Aber ist ja echt wirklich, also so, so Zucker. Genauso wie der folgende Ring, ja, kleiner Ring, den ihr hier in der Größe ein bisschen verstellen könnt. Das ist Metall, könnt ihr auseinanderbiegen. Und hier habt ihr Good Vibes. Yay, so muss es sein. Das ist doch ein super Motto für jeden Tag. Good Vibes, Leute. Klasse Ring, den ihr eurem Finger anpassen könnt. Der würde sogar mir passen. Super schickes Teil. Und zum Spitzer- und Radiergummi gibt es dann auch noch ein kleines Einhorn-Lineal, ne? Smile and be happy. So sieht's aus. Mit Herzele mega goldig. Und auch noch ein lachendes Eis dabei, ne?
der Burner. Das Lineal hier hat eine Maßeinteilung von bis zu 15 cm. Vorne ist es mega süß bedruckt, hinten haben wir nichts drauf. Aber das ist natürlich auch toll, ne? Zu eurem Spitzer und dann auch noch zum Radiergummi passt es mega gut zusammen, ne? Also das ist schon absolut Weltklasse gemacht hier. Tolles Lineal. Und natürlich gibt es hier auch noch ein Haargummi. In Herzelesform mit Sternchen. Einhorn freut sich, haben sie einen kleinen Knoten reingemacht. Damit kriegt ihr auf jeden Fall eure Haare gebändigt. Auch ein zuckersüßes Motiv mit glitzerndem Herzele. Ultra süß, passt natürlich toll zu den Armbändchen, zur Halskette. Alleine schon, weil es so toll glitzert, ne? Und in Pink, der Oberknaller. Und wir haben nochmal Stickers, also keine 3 Stickerbögen, sondern 2. Auch nochmal unterschiedliche Motive. Hier dieses Einhörnchen ist ein Regenbogeneis. Ja, das hier brauche ich, glaube ich, nicht erklären, aber es sieht klasse aus. Hier einfach noch ein Hörnchen, was sich freut. Und ein Regenbogenhäufchen mit Sternchen. Oh mein Gott. Ja, also ich meine, besser geht's ja gar nicht. Klasse, ideal geeignet fürs Poesiealbum oder für eure Hefte zum Draufkleben. Oder wo es euch eben gefällt. Toller Glitzereffekt. Ja, und somit kommen wir auch schon zur letzten Figur in diesem Kalender. Und hier haben wir das Weihnachtseinhorn. Auch das mega süß, freut sich total auf die vielen Geschenke und die schönen Feiertage und hat hier ein ganz, ganz goldiges Mützchen auf. Ah, ist auch zuckersüß gemacht. Also das ist eine wirklich super Serie, da wünscht man sich doch gleich noch mehr Figuren. Ein ganz, ganz toller Adventskalender mit diesen Einhörnchen. Ne? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dieses Hörnchen hat eine Höhe von 7 cm, weil es sitzt. Und jetzt würde ich sagen, stelle ich hier einfach nochmal alles auf den Tisch. Dann seht ihr nochmal alles komplett, was wir hier aus diesem Adventskalender geholt haben. Freu, freu und yay, good vibes, Leute. Hier seht ihr nochmal alles, was wir hier rausgeholt haben. Es gibt hier Regenbogenschnürsenkel, ein Gummi-Regenbogenarmband, einen kuscheligen Regenbogenanhänger, 5 ultra knuffige Einhornfigürchen, eines schöner als das andere. Wir haben Regenbogenarmband, Regenbogenhalskettchen, Einhornhaargummi. Wir haben hier einen Ausstecher in Häufchenform. Wir haben 2 Bögen Glitzer Einhorn-Stickers, ein Einhorn-Radiergummi, ein Good Vibes-Ringchen, Washi-Tape, Einhorn-Klebeohrclips, 2 putzige Haarklammern, ein Pin, ein Button, Einhorn-Bleistift, Einhorn-Lineal. Und ich glaube, das war's, ne? Wenn ich irgendwas vergessen habe, seht's mir nach. Habe ich den Spitzer schon erwähnt? Einhornspitzer, der Knaller, Leute. Also das ist absolut lohnenswert. Nicht nur für die Kleinen, nein, auch für die größeren Einhornfans und Fani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 n
mit dem Kalender vor, während oder nach Weihnachten. Es gibt ja mittlerweile Leute, die kaufen sich das ganze Jahr über Adventskalender, weil sie es halt sammeln. Ich bin total begeistert, weil es die Zielgruppe halt zu 100% erfreuen kann mit den tollen Motiven. Okay, ich sag ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!